Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus und berührte ihn und sagte: Ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein: Nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einem einsamen Ort auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ein Wort zur Lesung, liebe Gläubige. Von der Bundeslade war die Rede. Bundeslade war für das Volk Israel im Alten Bund das Allerheiligste. In der Bundeslade befanden sich die Steintafeln mit den 10 Geboten Gottes. Und das war für sie eben das Allerheiligste. Für uns ist das Allerheiligste die Eucharistie. Für die Israeliten galt dieses Allerheiligste mit den 10 Geboten als das Höchste. Sie kämpften dafür, dass dieses Heiligtum bei ihnen blieb. In den Kämpfen mit den Philistern war ja das oft sehr gefährlich. Und wir haben es gerade in der Lesung gehört, dass die Bundeslade auch erbeutet wurde von den Feinden, von den Philistern. Bei uns gibt es eine andere Form der Ausbeutung, nämlich die Eucharistie auch als etwas zu nehmen, was ohne Glauben ganz einfach nur hingenommen wird, weil die anderen vielleicht auch zur Kommunion gehen, geht man eben auch hin, ohne vorbereitet zu sein. Das ist auch eine Art von Missbrauch. Hüten wir uns davor, einen solchen Missbrauch zu begehen. Halten wir das Allerheiligste heilig. Beten wir an den Herrn in diesem heiligsten Sakrament. Und lassen wir uns den Glauben an die Eucharistie nicht rauben, nicht aus dem Herzen wegnehmen, durch irgendwelche Feinde, die auch uns bedrohen. Es ist und bleibt das Allerheiligste. Und die heilige Messe, in der das Brot und der Wein verwandelt werden in den Leib und das Blut Christi, ist das höchste Tun der Christenheit. Als solches sollen wir es sehen und feiern, mitfeiern und dankbar sein dafür. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares.
Zu Christus, dem Arzt der Seelen, lasst uns rufen und beten. Christus, höre uns. Christus, Herr, höre uns. Für alle, die durch ihr Handeln als Verantwortliche in Politik und Wirtschaft das Reich Gottes zum Aufscheinen bringen können. Christus, höre uns. Christus, Herr, höre uns. Für alle, die als Teil der Kirche träge geworden sind und ihre Ansprüche an ihre Verkündigung zurückgeschraubt haben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle, die ihre Augen vor dem Leid anderer verschließen und nur auf das eigene Wohl achten. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle, die ein leidgesättigtes Leben führen müssen und alle Hoffnung auf das Reich Gottes verloren haben. Christus, höre uns. Für alle, die von uns gegangen sind und auf ein ewiges Leben im Reich des himmlischen Vaters gehofft haben. Christus, höre uns. Höre uns. Messanliegen: Ilse Falkner für verstorbenen Prälat Ludwig Kneidinger. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Allmächtiger Gott, du willst die Geschicke der Welt und der Menschen zum Heil und Frieden führen, so höre das Gebet deines Volkes, das zu dir ruft, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gib auch, dass ich warten sei, Herr, an deine Tage. Und das Licht der Gnaden treu durch mein Leben trage, dass ich dann fröhlich kann dir am End der Zeiten Herr entgegenschreiten. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, unser Vater, von dir kommen die Gaben, die wir zu deiner Ehre darbringen, schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn ihn hast du zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Obwohl er dir gleich war an Herrlichkeit, hat er sich selbst erniedrigt und der Welt den Frieden gebracht durch sein Blut, das er am Stamm des Kreuzes vergossen hat.
Deshalb hast du ihn über alle Geschöpfe erhöht. So wurde er für jene, die auf ihn hören, zum Urheber des ewigen Heils. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke deiner Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere
vergeben unseren Schuldiger und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Welt, gib uns deinen Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein Gott und mein König, selig die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gestärkt. Dieses Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns fernhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.